Moin Leute und willkommen zu Mission Nummer 9 von Dawn of War über die Feiertage, über Weihnachten. Da kam jetzt nichts, also eine Woche Pause, ich bitte das zu verzeihen, also ich meine, da war Weihnachten. Nichtsdestotrotz soll es jetzt weitergehen. In der letzten Mission, da haben wir den Tempel eingenommen, beziehungsweise überrannt mit der Blitzkrieg-Taktik Space Marines, Blitzkrieg. Aber jetzt soll es weitergehen mit Mission Nummer 9. Auf Tartarus ist alles dem Wahnsinn verfallen. Über 60% der Bevölkerung wurden Opfer der Orks. Und die imperiale Armee kämpft einen aussichtslosen Kampf, um die letzten Zivilisten zu beschützen. Die imperiale Armee, auf die wir bei Louvre-Mar gestoßen sind, hat nicht als einzige Verrat begangen. Fast ein Viertel der Armee hat sich gegen ihre ehemaligen Kameraden gestellt und bildet nun Blutkulte, die ihre Kameraden jagen und opfern. Noch nie sah ich, wie sich das Chaos so schnell verbreitet hat. Die imperiale Flotte befindet sich im Orbit, wo der Schlachtkreuzer der Blood Ravens, die Litanei der Wut, meinen Befehl erwartet, um Transporter zu schicken, damit alle Truppen der Blood Ravens sofort abgeholt werden können. Wir sind vorbereitet, um diesen sterbenden Planeten zu verlassen. Aber bevor wir gehen, gibt es noch einiges, was wir erledigen müssen. Die Mächte des Chaos stoppen und den Malediktum zerstören oder bei dem Versuch sterben. Ja, so sieht's aus. Das heißt, wir müssen jetzt wieder das Chaos wegbashen. Ist ja easy, ne? Oh, die Karte sieht aber interessant aus. Interessanterweise hält hier die imperiale Armee immer noch Stand gegen Orks. Ja. Hier bei diesem roten Ding, das ist dieser Graben gewesen. Da war also unsere letzte Mission. Und jetzt geht's weiter rein. Also, mal gucken. Jede Macht verlangt nach Opfern. Und Schmerz. Das Universum belohnt diejenigen, die willens sind, ihr Lebensblut für das Versprechen von Macht zu opfern. Sindri! Was, mein Lord? Die Verräter der imperialen Armee sind gefallen. So schnell? Ich hatte erwartet, dass sie länger überleben würden. Einige von ihnen haben den Blood Ravens unsere Position verraten. Sie sind auf dem Weg hierhin. Bete weiter. Ich werde nicht lange wegbleiben. Die Ereignisse, die ihr gemeint habt, sind göttliche Vorsehung, mein General. Alles verläuft nach Plan. Sobald ich dieses letzte Hindernis ausgeräumt habe, werdet ihr das erhalten, wonach wir so lange gesucht haben. Und wenn uns die Space Marines erreichen, bevor uns die Gunst der Vorsehung erreicht, dann werden wir gute Gastgeber sein und sie zu einem blutigen Gelage einladen. Trotzdem solltet ihr sie um jeden Preis aufhalten. Dies ist ein diffiziler Prozess, der nicht erfolgreich beendet werden kann, wenn man dauernd gestört wird. Wenn ich euch einen Rat geben darf, werft alles, was ihr habt, gegen die Blood Ravens. Alles. Ihre ständige Einmischung muss aufhören, gerade weil wir so kurz vor dem Erfolg stehen. Jo, so sieht's aus, ne? Nun, wo waren wir? Ah ja. Macht verlangt Opfer. Ihr wisst nun, gegen was und warum wir kämpfen. Wir werden den Tempel mit Hilfe der noch verbliebenen loyalen Soldaten des Imperators angreifen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gegner den Malediktum in die Hände bekommen.
Kommt mit mir. Ihr habt neue Befehle. Wir kennen einen Geheimgang in den Tempel. Sagt es niemandem. Es ist eine Überraschung. Tja. So, Autospeichern ist lieber fertig. Wir müssen den widerwärtigen Truppen von General Bale entreißen. Wir dürfen nicht ruhen, ehe sie uns gehören. Soldaten bereit. Oh. Der Captain ist fort, um die Südflanke zu sichern. Wie kann ich euch helfen? Er hat es uns überlassen, die Hauptverteidigung zu durchbrechen. Jo, wir kein werden Thema. Ihn nicht der enttäuschen. Imperator schützt ist uns. Das klar? Für den Befolge Imperator. Jetzt kriege ich hier Imps oder was? Jawohl. Super. Befolge Befehle. Da kann ja nichts mehr schief laufen. Wenn wir die Infrastruktur der Alpha-Legion zerstören, stellen sie für uns keine Gefahr mehr dar. Mhm. Na dann. Habe ich jetzt hier nur den Typen hier, ne? Der bessere Skriptor im Prinzip. Aber hey. Das begrüße ich sogar ein bisschen. Weil der ist halt geil. Einfach. Er hat auch den Dämonenhammer, also eine bessere Waffe. Ist schon nicht schlecht. So. Da oben ist auch noch einer. Ja, ich hatte jetzt, wie gesagt, die Feiertage auch ein bisschen Ruhe. Also erstmal wieder an diese richtig geile Jawohl. Steuerung gewöhnen. Kennt den Bums, ja? Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Ich weiß es. Gebiet gesichert. Ja, und diese Lehman Russ, die reparieren sich scheinbar von selbst. Okay. Interessant. Gucken, was dann passiert. So, rein. Der Imperator schützt uns. Der Imperator schützt euch nicht, sondern ich. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Wir sind hier. Wie ihr befehlt. Wir sind hier. Der Imperator schützt uns. So. Jawohl. Also du bist schon fertig. Ja, Mensch, das geht ja aber fix hier. Position gesichert. Das Ding ist, die Space Marines sind ja auch schnell fertig. Aber hier ist kein Kommandoposten, aber da ist einer. Okay. Machen wir mal hier direkt schwere Boulder rein in die Truppen. Weil das ist ja Chaos, da brauche ich keine Flammenwerfer. Das kann man gegen Elder oder Orks machen, aber... Ja, auch die sollten jetzt hier nicht sein, meine ich. Ja. Ist jetzt nur das Chaos, hoffe ich mal. 100, ne? Ja. Ja, ist ja gleich soweit. Na dann, hoppala. Millisekunde zu früh. Na? Na? Warum? Ja, eure Herrlichkeit. Warum wie macht das nicht? Wie ihr verlangt. Dankeschön. Jetzt geht's. Okay. Alles klar. Da ist der andere Boy. Ja, du kannst auch mal nach Norden da. Erstmal muss ich mir hier so ein Grundfundament schaffen. Ah, jetzt bin ich schon hier direkt. Abgefuckt. Ja, nur gegen sowas. Das ist ja machbar, ne? Das schaffen auch Imperiale. Oh, Horus. Horus ist natürlich interessant. Boy, hier, komm mal her. Ja gut, ne? So schnell kann es dann gehen. In den Fight. Die Imperialen, die verrecken hier einfach nur elendig. Das finde ich gut. Oh, warte mal, was? Oh ja, ein Panzer. Panzer kann ich immer gebrauchen. Utz. So, was bringt das jetzt genau? Gar nichts. Okay, finde ich gut. Oh, die Imperialen hier, die fallen aber auch wie die fliegen, ne? Das ist halt einfach krass. Niemand kann der Inquisition standhalten. Aber hey. Wir sind die imperiale Armee. Es wird Zeit, auch so zu handeln. Ach so. Wenn das so ist, ne? Es gibt noch viel zu tun. Das ist richtig, ja. Es gibt noch echt viel zu tun. So. Das heißt, wir haben jetzt hier die Kommandoposten gebaut. Hier weiter im Süden ist noch der hier, ne? Ja. Wo ist da noch irgendwas? Das können meine imperialen Soldaten hier ausspähen. Weil ich meine, die sind dafür ganz gut. Melde mich zum Dienst. Jawohl. So ein bisschen die Vorhut. Melde mich zum Dienst.
Ich meine, die Panzer hier, die sind ja Gold wert für mich. Weil, wenn die hier rumstehen... Oh, ja. Yeah. Also, es ist immer eine nach dem anderen, der hier Leben gewinnt und dann kriege ich den scheinbar. Also, ich sag mal so, diese Panzer sind halt wirklich Gold wert, weil ich sie auch halt einfach komplett umsonst kriege, ne? Kann man ja nun mal nicht anders sagen. Okay. Okay, der Kommandoposten, der ist für mich einsichtbar. Also anklickbar auf der Karte. Das heißt, das wird hier schon mal so ein relativ wichtiger Punkt sein. Wir stehen zur Verfügung. Ich bräuchte aber eigentlich noch einen Trupp hier. So. Wir sind hier. Ja, das ist schön. So. Ihr könnt schon mal direkt in die Richtung laufen. Da dürfte aber auch gleich übel was kommen, oder? Also das sieht schon so aus. Wenn schon bei dem Eingang so viel kam, also ist die Vermutung wahrscheinlich naheliegend, dass da auch welche kommen. Wir werden es schaffen, ich weiß es. Space Marines, einsatzbereit. Melde mich zum Dienst. Schön zusammenbleiben, Leute, sonst werdet ihr von... Aha, siehste? Hab ich ja gesagt. Jawohl, wir sind hier. So, und ich kann... Ach so. Ja! Wie ihr befehlt. Jawohl. Die Chaos Space Marines sterben, einfach schön. Melde mich zum Dienst. Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Melde mich zum Dienst. So, jetzt mal Granatwerfer hier. Jawohl. Und dann sollten wir das ja hier machbar sein, langsam. Der Imperator schützt uns. Gut, ich kann das halt leider nur mit meinen Space Marines hier einnehmen. Das ist natürlich ein bisschen belastend, aber hey. Melde mich zum Dienst. Wir sind hier. Dass die das nicht machen können, das ist total... Na gut. Ich meine, die Fraktion gab es ja an sich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Wunderbar. Oh, ich habe jetzt schon hier so einen Panzer. Okay, der kann dann auch mal direkt dahin. Der Panzer kann immer ein bisschen aufschließen. Ich glaube, die Panzer kann ich ganz gut nutzen, um meine Kommandoposten halt zu verteidigen. Ich brauche das hier im Prinzip nicht machen erstmal, ne? Also ist ja erstmal egal. Finde ich eine gute Sache. Okay, ich habe noch eindeutig zu wenig Ressourcen. Das ist halt einfach doof. Aber die können auch schon mal aufschließen. Sobald der zweite Panzer fertig ist, schicke ich den dahin. Weil ich habe ja hier meinen Typen, ich habe schon Panzer hier rumstehen. Das soll erstmal reichen. Also ich hoffe, es reicht. Keiner wird uns aufhalten. Verstanden. So. Der Imperator schützt uns. Weiter. Ich brauche jetzt hier noch einen Servitor und dann kann ich hier meine Ressourcen aufbauen. Das ist halt einfach gut. Okay. Wir nehmen Schaden. Ja, das ist liegt wohl in der Natur, wa? So, mach weg. So habe ich mir das vorgestellt. Okay. Wie ihr befehlt. Der Imperator schützt uns. Jawohl. Der andere Servitor kann ja schon mal mit darunter. Das dauert ja ein bisschen, bis er mal angekommen ist. Und jetzt habe ich schon hier mehr schwere Bolter. Gegen Chaos wären die Plasmawerfer auch super, weil Plasmawerfer sind halt gut, aber dafür brauche ich erstmal das Ding. Also kann ich jetzt auch mal die Truppen hier vollballern mit schweren Boltern, das reicht auch erstmal. Wie lange dauert der nächste Panzer? Der ist gleich fertig, okay. Ich will zu viel. Ich will zu viel zu schnell, aber hey. Mission erfüllt. Ja, wunderbar. Ja. Im Prinzip kann ich hier nochmal so eine Kapelle hinbauen, denke ich mal. Ein bisschen Infanterie produzieren. Das ist halt einfach gut. Gut, der Panzer ist fertig, kann direkt hierhin. Mein Inquisitor kann wieder zurück und dann können die Chaos-Leute hier erstmal reinrennen. Okay, die wollen es ja aber direkt wissen, ne? Keiner wird uns aufhalten.
Ja, die Panzerartillerien da jetzt rein. Nicht gut. Keiner wird uns aufhalten. Ja, ich werde den Feind mit meinen Stiefeln zertreten. So. Mach es mal so. Gar kein Problem. Aber die machen auch Damage hier, ne? Das ist ja Wahnsinn. Befehle erhalten, Bruder. Ja, direkt hier den Sergeant. Mache ich hier direkt mal einen Plasmawerfer rein, falls nochmal so was dann kommt. Ja, wunderbar. Da. Sergeant. Führt uns zum Feind. Plasmawerfer. Ja. Und du kannst das hier ausbauen. Wer ist? Achso, ich habe noch keine Anforderungspunkte. Okay, jawohl. Mein Fehler. Aber nee, können die hier rüber? Sieht nicht so aus, ne? Oder? Ah, da können sie. Okay. Wie ihr befehlt. Komplett in der Ecke. Ja, den Generator, den sollte ich bauen, weil der ist halt gut. Oh, was ist da? Ah, wieder so eine Mine. Okay, ihr habt noch nicht mal einen Typen verloren. Warum seid ihr jetzt schon am Arsch? Jawohl, melde mich zum Dienst. Wollt mal nicht so rum melde hier. Zum Dienst. Das ist ja unfassbar, ne? Die imperialen Soldaten. Das ist halt eine Explosion in den eigenen Reihen, wo keiner stirbt, aber erstmal Panik kriegen. So. Nee, das nicht, das nicht, das nicht. Das da. Ja. Das kostet zwar arsch viel, aber bringt auch sehr viel tatsächlich. Jawohl. Also, wieso nicht? Oh, den habe ich hier gar nicht ausgebaut. Ich bin ja dumm. Genau, also ich baue jetzt hier einfach erstmal meine Ressourcen aus. Also die Punkte hier. Ja. Genau, und baue so nach und nach Space Marine Truppen hier. Ja, also die geilen. Ich erwarte ihre Anweisung. Und dann geht's Richtung Offensive. Ich kann jetzt hier auch schon so ein Fahrzeugdepot bauen, wa? Ja, aber das kostet noch aktuell sehr viel. Ich bin hier, um euch zu dienen. 350, ey, das ist aber auch wirklich Wucher, ne? Ja, das passt hier genau hin. Wunderbar, da kann dann die Panzerproduktion anfangen. Ich meine, das hat in der letzten Mission wunderbar funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht auch funktionieren? Hm. Wir werden beschossen. Aufmerksam. Befehle erhalten, Bruder. Ich denke mal, ich kann mit den beiden Truppen hier hin. Und dann schon mal Richtung diesem Richtung Reliquie vorstoßen. Melde mich zum Dienst. Okay. Die sind nämlich jetzt hier durch. Genau. Und die können sich hier sammeln und gleich auf die hier rauf pushen. Wir werden es schaffen. Ich komme ja hier es. Durch, ne? Oder? Wir sind gelandet. Lassen Sie uns diesen Ort sichern Wir und sind den hier. Kampf zum Gegner tragen. Bitte was? Was passiert jetzt? Ach, da oben irgendwo in der Ecke sind welche gespawnt, okay. Jawohl. Nehme Schaden. Okay. Jawohl. Oh, mit Terminatoren. Hallo, hallo. Was ist denn jetzt los? Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Ach, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja. Ja, aber das mit der Basis bauen, das wird jetzt hier erstmal so eine Sache sein, ne? Sind hier auf einmal Terminatoren? Ich traue dir durch. Da ist ein Punkt. Einnehmen. Infiltriere feindliches Territorium. Ja. Einnehmen. Kontrollpunkt identifiziert. Damit kann ja nun wirklich keiner rechnen, dass ich hier so eine Armee aus Terminatoren kriege. Und direkt ist meine Bevölkerung auch komplett voll. Danke für alles. Für den Imperator! Für den Imperator, ja. Ach, da komme ich nicht so hin. Läuft mal weg da, Leute. Das wird so nix. Ja. Der Feind tut so vieles. Aber bringen tut das nix. Ja, geht ruhig in den Nahkampf mit Terminatoren. Habe ich gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Vollkommen okay. Und du bist hier. Du bist Nahkämpfer. Also behandel dich. Werd auch so. Mach einen auf den. Obwohl mal, ich kann ja hier. Ah, ich weiß nicht. Schwere Flammenwerfer können die nicht einsetzen, wenn die sich bewegen, oder?
Weil sonst würde ich sagen, gib ihm schwere Flammenwerfer und Nahkampftrupp. Und dann packe ich ihn da rein. Zu mir, Brüder! Nehme Schaden! So, also falls die Idee Sinn macht. Ich hoffe mal. Oh, die haben schon da gemetzelt. Okay. Solange die Feinde des Imperators atmen. Ja, dann haut ab. Weg. Trupp zerschlagen. Okay, die greifen hier kontinuierlich an. Okay. Vorsichtig und tragt eine große Waffe. Für die Ehre des Ordens. Für die Ehre des Ordens, jawohl. Okay, baut das mal da zu Ende. Warum habe ich jetzt hier so eine zweite Front? Was soll der Käse denn? Okay, lauft mal dahin. Unter seinem Banner. Oh yes. Ja, das Problem an dieser zweiten Front ist jetzt... Es braucht Aufmerksamkeit. Okay, dann schicke ich meine imperialen Soldaten auch mal hin. Zu den Space Marines und rück dann mit denen hier allen vor. Wie ihr befehlt. Wir sind hier. Uff, ja. Wir werden es schaffen, ich weiß es. Der eine Panzer kann einfach hier bleiben, das ist ja nicht so das Problem. Ich habe hier noch zwei Panzer. Okay, das ist halt die absolute... Ich brauche halt selber keine Panzer mehr gefühlt bauen. Es ist halt einfach eine Panzeroffensive für sich. Dass mit den Servitoren, dass sie jetzt hier gestorben sind durch diese Raptoren des Chaos, ist halt ärgerlich, aber hey, geht schlimmer. Nehme Schaden! Gebt Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, aber weggemacht. Ich glaube, so effizient sind die Terminatoren im Nahkampf tatsächlich nicht. Aber hey. Der Captain ist es, also rechtfertigt das alles. Wir suchen den Feind. Alles Ungläubige. Ein Moment der Erlassung führt zu einem Leben voller Ketzerei. Alles Ungläubige. Ja, dann musst du da wegmachen, ne? Das geht ja nicht anders. Einmal mehr ziehen wir in die Schlacht. Einnehmen unerwünscht. Mensch, da ist aber was los. Ah, die machen das auch während der Bewegung. Ja, dann ist ja sowieso... Dann ist der Flammenwerfer vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen für den Nahkampftrupp. Ja. Baut mal direkt da hinten noch einen Punkt. In angemessener Eile. Ausbauen. Und fertig. Der Captain mit seinen Terminatoren, der kann ja hier weiterlatschen eigentlich. Und tragt eine große Waffe. Wir kennen keine Furcht. Das ist einfach lustig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Nee, das war so nicht gewollt. Aber hier... Oh, der ist tot. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Man sieht es aber auf der Map auch nicht. Also... Mein Fehler, aber auch sowohl als auch nicht. So. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich konnte da was für und ich konnte da auch nichts für. Ja. Gleichzeitig. Erwarte Befehle. Rückzug, Leute. Und hier zwei schwere Bolter, ein Plasmawerfer. Ich brauche mal unbedingt hier Fahrzeuglimit. Und dann kann ich hier auch Fahrzeuge bauen. Dann kann ich hier so ein Hellfire-Cybot machen und dann habe ich hier schon mal so ein bisschen Unterstützung. Das mit den zwei Fronten wird jetzt hier aber echt so eine Sache, ne? Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Jeder Tag ist ein glorreicher Tag für das Imperium. Ich sage es so, wie es ist. Das Imperium sind die Guten, also haben die nur glorreiche Tage. Das ist einfach in deren Natur. Okay, die können hier von oben so rein. Oder halt das Hinterland so ein bisschen backstabben. Finde ich beides eine gute Idee. Oh, da unten geht's ja richtig ab. Was ist denn jetzt los? Schaffen die das? Die schaffen es nicht, wenn sie den Kommandoposten einnehmen. Das ist doch hier steht schon mal fest. Ich bin gespannt, ob die das packen jetzt. Und da sind dann hier Kaibox, okay. Und ja, Kaibox, nicht Cyborgs. Das ist tatsächlich so. Oh Mensch.
Was will denn da so hart wissen, was abgeht? Ja. Nichts Relevantes. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. So, Leute. Rein. Befolge Befehle. Also ich muss alle vier Reliquien zerstören, habe ich das richtig verstanden? Das wird wohl kaum das Problem sein, ne? Muss ich die auch einnehmen? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann rein. Befolge Befehle. Aber ich komme erst da hoch. Okay, dann latsch da mal hin. Zurück in die Schlacht. Oh, bei dem geht's hier aber richtig ab, ne? Ach, gar kein Problem. Kaibox, Schmeiborgs, Rema. Nehmt das mal ein und dann alles wieder gut. So. Ihr werdet da gebraucht, wo ich sag. Nehme Schaden. Es kommt die ganze Zeit irgendwie was, ne? Also es hört auch nicht auf. Niemand stellt sich uns in den Weg. Frech. Einfach frech. Kommen die da? Die kommen da durch, ne? Jo. Rein. Leute. Ja, mach die erstmal weg. So. Easy. Ja, und dann da rein. Der Servitor kann ja im Prinzip hier nach unten und da dann weiterbauen. Also es ist halt mit den zwei Fronten hier, ne? Das ist halt so eine Sache. Vielleicht eine gute Idee, aber für mich jetzt so nicht. Also es ist nicht gesund, wirklich nicht. Ihr könnt schon mal hier die Panzer und die Imperialen. Die können schon mal sorgen, dafür sorgen, dass da Ende ist hier. Uts. Die können schon mal da rein. Da kommt aber ein bisschen was. Ja, ist ja nicht so schlimm. Alles halb so wild. Das ist nur ein bisschen Chaos. Zeigen, woraus die imperiale Armee gemacht ist. Ja, jetzt wo ihr Panzer habt, seid ihr auch wirklich eine geile Armee. So ist das ja nicht. Aber nur als Infanteristen seid ihr halt auch nur Infanteristen, so, ne? Ich sag so, wie es ist. Okay, direkt einnehmen. Die können weiterziehen. Nach da. Dann können die Terminatoren hier, die zwei, nach hier hin. Das wird jetzt hier ganz... Oh, lol. Da das ist belastend. Überlebst, überlebst. Lauf, Junge. Er ist als dummer Mensch. Er ist einfach gestorben, weil er dumm war. Kann ich jetzt auch nichts für, so. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Ja. Wo wollt ihr denn hin? Naja, ich sag mal so, solange die ans Ziel kommen, ist mir das fast egal. Es war so jetzt nicht geplant, aber... vollkommen legitim, so, wenn es funktioniert. Wir wollen es aber auch richtig wissen. Wir sind hier. Der Imperator hat euch nicht verlassen. Ich bin auch noch da. Und falls das ein bisschen zu laut ist mit dem Ton, ne? Ich sehe es gerade. Tut mir das leid. Aber das Feeling muss ja auch rüberkommen. Melde mich zum Dienst. Nehme Schaden. Nee, nicht zurückfallen lassen. Und auch nicht neu formieren. Notfalls sterben. Aber ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Da ist noch ein, ist da noch ein Panzer oder sowas? Reno? Oh, ich krieg neue Imperiale, wenn die sterben? Das ist aber interessant. Jawohl. Die rennen einfach komplett in den Tod. Jo, moin. Leute, rein. Ja.
gar kein Problem. Nee, nee, lass das mal. Das mit dem Rennen könnt ihr später machen. So. Problem ist, ich habe jetzt keinen doch, da habe ich einen. Ich habe jetzt keinen, wollte gerade sagen, ich habe keinen Space Marine Trupp, der das jetzt einnehmen kann. Aber ich habe ja einen nachgebaut. Ja. Und einnehmen. Und ihr einnehmen. Der andere bleibt da. Ich vermute, ich muss die gleich irgendwie noch eine Zeit lang oder so halten. Würde ich fast drüber, drum wetten. Nehme Schaden! Pff, lächerlich. Was da passiert wieder. Eieiei. Ja, und der Punkt, der wird ausschließlich vom Panzer gehalten. Das finde ich gut so. Warte mal, was macht der Panzer da unten? Können Sie mal zu den anderen Panzern da hin und halten? Der fährt da einfach durch, es juckt einfach überhaupt nicht, also finde ich konsequent, muss ich ganz ehrlich sagen. Die könnt direkt weiter und das da einnehmen. Ignoriert einfach die Dämonen, die da sind und die Imperialen, die da sterben, das muss so, das gehört so, das gehört dazu. Ja, ihr müsst einfach nur schnell laufen, dann die Panzer machen den Rest. Also, so ist das jetzt nicht. Die brauchen aber super lang, um die Reliquien da einzunehmen, ne? Das ist aber krass. Aber ist so. Ja, unser Obermacker, der kann jetzt mal dahin laufen. Der hat hier auch gleich so eine Treppe. Schön. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Oh ja. Das bist du. Tja, macht Slow but Steady einfach das Hauptquartier kaputt. Ist ja nicht so schön. Mach den mal weg. Okay. Ja, alles gut. Alles easy peasy schmiesy. Da läuft auch alles soweit? Ja, so mehr oder weniger, ne? Die halten das hier einfach nur so, damit wer es hält so. Wir halten es einfach nur ein Trupp. Und hier alle Panzer, die ich habe, so gefühlt. Einer müsste hier unten noch sein, ne? Ja, ja. Eingenommen. Jawohl. Sowas höre ich gern. Ach, das war hier der Commander, ne? Der Captain. Rein. Im Nahkampf sind die schlecht. Nee, nichts zurückziehen. Beider. Ja, die machen schon Damage im Nahkampf. So ist das ja nicht. Aber so richtig durchmetzeln tun sie sich nicht. Oh, ich bin durch, oder was? Die Reliquien sind sicher. Was hab ich gesagt? Kampf ist noch nicht vorbei. Jetzt noch 3 Minuten. Leute, das Video geht schon 33 Minuten oder so. Ja, ich hab's gesagt, am Ende werden die Missionen richtig lang. Vor allem machen die halt, die machen trotzdem sehr viel Damage, obwohl die halt gerade, ja, Moralverlust ohne Ende haben. Also dann machen Einheiten sowieso generell wenig Schaden. Aber es juckt die halt einfach nicht. Ja, dann metzelt euch mal durch hier. Ich treffe immer meine Ziele. So, und jetzt muss ich das 3 Minuten halten. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Jawohl. Immer auf. Für den Imperator. Nehme Schaden. Führ uns zum Feind. So. Ich
Es ist halt einfach, die halten es halt einfach so easy hier. Gar kein Problem. Aber ich kann ja mal zur Not hier nochmal das Fahrzeuglimit erhöhen und ein paar mehr Panzer rauspumpen, ne? Hat ja noch niemanden geschadet. Ihr wünscht, wo werden wir gebraucht? Oh, wie niedlich. Vor allem, warum kommen sie auch mit Raptoren an? Also ich würde es nicht mit Raptoren machen, ganz ehrlich. Weil Raptoren sind halt so, ja, für andere Sachen gut. Wo sind hier eigentlich die Terminatoren? Da. Wer an meiner Seite kämpft, was? Wo sind meine Bautrupps? Oh Gott. Da ist einer. Und ich habe nur den. Okay. Na gut. So, noch ein paar Sekunden, dann ist das hier erledigt. So, der zweite Cybot kann hier hin. Der Punkt hier niemals fallen gefühlt. Jedenfalls nicht, wenn sie so weitermachen. Vor allem, der Trupp hat nur schwere Bolter, so, ne? Die haben ja nichts mal gegen schwere Infanterie oder sowas. Die Raptoren gehören ja so gut wie damit zu, ne? Das juckt die halt überhaupt nicht. Wo ist hier ein Panzer gefallen? Das wäre ja... Weiß ich nicht, wie ich das dann finden soll. So. Sindri! Sindri! General Bail. Das Ritual, um das Schutzsiegel um den Stein zu brechen, ist fehlgeschlagen. Ich habe das bereits vorausgesehen. Vielmehr habe ich es gehofft. Wir brauchen ein größeres Opfer. Es ist soweit. Verlasst ihn. Wie kannst du es wagen, Hexer? Mein General, vergesst nicht, jede Macht verlangt Opfer. Vielen Dank für eures Sindri. Tja, Backstabbing vor den Verrätern, wer hätte gedacht. Da ist er, wie versprochen. Du brauchst nur zuzugreifen. Alter Freund. Nun, also, dass die sogenannten Verräterlegionen sich verraten, wer hätte es gedacht? Also, ich wäre da niemals drauf gekommen. Aber gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, sehen dann, wie es weitergeht. Viel Spaß bis dahin und ciao.